Hallo und willkommen bei Whiskywaiter. Heute ist das 10. Türchen des Adventskalenders dran und heute gehen die Kalender wieder auseinander. Der Kalender Whisky Only und der Kalender Whisky End haben zwei verschiedene Videos, zwei verschiedene Bottlings im Kalender und wir beschäftigen uns hier heute mit dem Kalender Whisky Only. Das heißt, wir haben einen Whisky im Kalender. Wer den anderen Kalender gebucht hat oder vielleicht das andere sehen möchte und neugierig ist, schaut bitte in das Parallelvideo. Ist beides gleichzeitig erschienen, nur durch einen kleinen Stempel auf dem Thumbnail zu erkennen, dass es der andere ist. Ich weiß, das hat schon zur Verwirrung gesorgt, aber war für mich am einfachsten umsetzbar. So, das 10. Türchen ist hier etwas oberhalb links der Mitte. Ich glaube, direkt neben dem Nikolaustürchen. Ich mache es jetzt nicht auf, weil ich habe den Whisky End Adventskalender hier stehen. Aber ich habe natürlich die Lösung. So, erstmal ein Glas. Was haben wir heute? Wir haben heute was ganz Spannendes, was ich finde. Ich habe ihn noch gar nicht selber probiert. Ich kenne ihn noch gar nicht. Deswegen bin ich jetzt umso neugieriger. Wir haben aus Südafrika den Three Ships 12 Jahre. So, Three Ships 12 Jahre aus der James Sedgwick Distillery in Wellington ist ein 12-jähriger, Obacht, Single Malt aus Südafrika, der gereift ist in amerikanischen Eichenfässern. Es ist der erste Whisky aus dieser Master Distillers Private Collection, exklusiv abgefüllt für Europa und UK. Abgefüllt ist der Whisky mit 46,3% und ja, spannend. Durch die 12 Jahre Reifung in afrikanischem oder südafrikanischem Klima soll der natürlich noch mal ganz anders wirken als beispielsweise ein gleichaltriger Schotte. Schauen wir doch mal. Preislich liegt die Flasche so bei um die 45 Euro, würde ich jetzt sagen. Gucken wir mal, was uns für das Geld erwartet. Das erste, was ich in der Nase habe, ist Butter oder so buttriger Keks. Dazu so ein bisschen was, ja, was Trockenes. Ich bin so ein bisschen bei ganz frisch geschlagenem Holz. Oder so ein bisschen frisches Holz, wie wenn man in so ein Sägewerk reingeht. Jetzt kommen noch ein bisschen dunklere Noten dazu. Ich würde sagen, das ist so Mokka, Leder. Der Whisky ist weder gefärbt noch kühl gefiltert und ausschließlich amerikanische Weißeiche in der Reifung. Also kein drüber gebügeltes Finish oder so. Und dann finde ich Noten wie Mokka und Leder schon spannend. Also finde ich cool. Zum Wohl. Schön voluminös. Der Alkohol schiebt ein bisschen, muss ich sagen. Der ist präsenter, als ich jetzt gedacht hätte. Und dafür kommen richtig schöne Eichennoten mit durch. Der wirkt gefühlt deutlich älter, als er ist. Ich habe so ein bisschen Tannen. Wie heißt das? Tannenzapfen. Tannenzapfen. Wieder diese Holznote. Leder könnte ich auch wieder mitgehen. Die Mokka-Note habe ich jetzt nicht. Bisschen pfeffrig ist er. Aber spannend. Also 45 Euro Whisky, nicht schlecht. Das wird jetzt nicht mein Lieblingswhisky, auf keinen Fall, aber ich habe auch schon wesentlich Schlechteres getrunken.
Er hat, finde ich, finde im Aroma so eine Nuance von Gummi. Von so verbranntem Gummi. Hat er Rauch? Also weder im Aroma noch im Geschmack habe ich gerade was wahrgenommen. Aber er hat, glaube ich, ein bisschen Rauch, vielleicht so ein bisschen Barrel Char. Das ist so ein bisschen so eine gummirige Note. Das ist nicht ganz so meins. Wirkt bei dem hier aber irgendwie interessant. Macht ihn zumindest jetzt nicht schlecht. Ja, jetzt kommt im Geschmack auch so ein bisschen der Rauch durch. Im Geschmack hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Holzrauch. Die Kombination der Eichennoten mit dieser ganz, ganz leichten Rauchigkeit wirkt eher wie so ein Holzrauch. Dazu kriege ich wieder die Ledernote, ich kriege wieder so ein bisschen, ja, diese Eichennoten, Holznoten. Den Tannenzapfen habe ich wieder. Und ich überlege die ganze Zeit, ich habe noch so eine leichte Fruchtigkeit mit drin, was das sein könnte, aber da komme ich gerade nicht drauf. Vielleicht so ein bisschen getrocknete Aprikose oder sowas oder getrocknete Ananas. Aber definitiv eher dezent. Nicht im Vordergrund stehend. Aber interessant. Lecker. Und der wird auf jeden Fall irgendwann noch in einem normalen Verkostungsvideo kommen. Da werde ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit ihm nehmen. Ist auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr spannender Whisky. Und ich bin gespannt, wie der mir beim nächsten Mal schmeckt. Und ich bin sehr gespannt, wie er euch geschmeckt hat. Lasst es mich gerne in den Kommentaren mal wissen. Neugierig ist natürlich auch was, was man nicht so regelmäßig im Glas hat. Von daher bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Ciao.